Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch. Lufthansa-lastig, jawohl, und auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Fluggeräte-lastig, weil wir fangen an mit der Lufthansa. Die Kabine hat sich geeinigt, da gibt es weißen Rauch. Lufthansa möchte die Konzernstruktur oder Organisation optimieren. Carsten Spohr lässt die Leute nicht mehr nach Iran fliegen. Das heißt also, Lufthansa fliegt nicht mehr in den Iran. Zumindest vorerst nicht. Flüge werden gestoppt. Dann Carsten Spohr fliegt auch nicht ohne Bodyguard. Was so ein bisschen in einigen Gruppen zur Erheiterung gesorgt hat. Was aber in meinen Augen vielleicht doch einen ernsteren Hintergrund hat. Denn ich finde das jetzt nicht so, dass man das auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und dass Carsten Spohr da zu Recht mit Bodyguard fliegt. Gehen wir drauf ein. Dann, warum funktioniert die Funktion Tür schließen nicht in Hotels? Ich hatte gestern wieder einen Call mit dem Kunden und da hat nur philosophiert über das Thema und ich sagte zu ihm, ja, wenn ich so überlege, als ich in den USA war, ich habe voller Stolz dann auf den Knopf zugedrückt und es passierte irgendwie nichts, aber ich dachte, ich wäre irgendwie in Kontrolle und dann erklärte er mir, nee, du bist nicht in Kontrolle. Er hatte dann auch eine Geschichte erzählt und ich habe dann auch nochmal heute mit einem GM von einem Hotel gesprochen. Gehen wir der Sache auf den Grund, warum man im Hotel den Knopf für Tür zu eigentlich gar nicht drücken braucht, weil der einfach nichts macht. Und wir haben für alle, die in irgendeiner Art und Weise, weil die 737-Produktion bei Boeing so schleppend ist, sich ein Flugzeug irgendwo anders leasen müssen, die Nachrichten, die Preise gehen nach oben. Es wird immer teurer, ein 320 oder eine 737 zu leasen. Und als letztes Thema haben wir San Francisco. Flughafen, die wollen Auckland verklagen, wenn sie mit den Namensänderungen durchgehen. Hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ach, ich habe ein Thema vergessen. 737 Max bzw. 787 Whistleblower und 777 Whistleblower, muss man ja sagen. Was es daran war, was ist da passiert? Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, aber auch ganz, ganz wichtig, Kanal Mitgliedschaft. Ich bin mal gespannt, was ihr so zu sagen habt. Wir gehen hier aus der Villa Deluxe mit dem ersten Thema direkt an den Start. Mich hat eine E-Mail von UFO erreicht, deshalb gucke ich hier auch wieder auf meine E-Mail. Die E-Mail kam heute Morgen um 10.10 Uhr Helsinki-Zeit, also quasi um 9.10 Uhr deutscher Zeit, weißer Rauch aufgeschrieben. Und das Zitat von der E-Mail lautet, also von der UFO. Nach fünfmonatigen Verhandlungen und einem zweitägigen Arbeitskampf haben sich die unabhängige Flugbegleiterorganisation UFO, jetzt weiß man auch, wofür es steht, und die deutsche Lufthansa auf substanzielle Vergütungserhöhungen für die knapp 19.000 Kabinenbeschäftigten geeinigt. Hauptbestandteil des Tarifergebnisses sind Steigerung aller Gehaltsstufen um 16,5%. Im Zinseffekt sind es sogar 17,4% in drei Schritten. Auszahlung an einen Inflationsausgleich. Prämie in Höhe von 3.000 Euro. Das ist natürlich etwas, was wir auch logischerweise schon wussten, weil das war ja für alles ganz klar. Also 36 Monate. Man sagt, man hat hart gerungen, bla bla bla. Und nun lässt man die Mitglieder entscheiden und abstimmen, was da Phase ist und ob das alles angenommen wird. Und die Kolleginnen der beiden Lufthansa-Töchter haben dafür gekämpft, dass ihre berechtigten Forderungen zu Gehör zu verschaffen. Auch wenn wir noch kein Tarifergebnis verkünden können, sind wir zuverlässig, dass wir auch hier bald zu guten Lösungen kommen. Bei Lufthansa Cityline sind wir inzwischen wieder an den Tariftisch zurückgekehrt, um den Kolleginnen umfangreich das Paket wie für die Lufthansa-Kabine zu erreichen. So sagte man. Also insofern ist man auch bei der Discover schon sehr weit. Für Themen wie Urlaubsregelung, Einsatzplan, deutsche Tabellen, Erhöhung und zusätzlicher Entgeltbestandteil konnten bereits gute Lösungen gefunden werden. Also wir merken, die Lufthansa baut alle Baustellen ab, reiht sie nacheinander ab und räumt sie ab. Und damit wird für uns natürlich dann alles wieder planbarer. Und die Tarifeinigung ist natürlich eine super Sache. Wenn man dann in der Presse einfach mal schaut, dann kann man mal gucken, was da so drüber geschrieben wird. Einfach nur ganz normal und eigentlich nur der Aufriss von dem, was ich geschrieben habe. Kommentiermäßig halten sich die Leute da etwas zurück. Ihr könnt aber dafür, weil ich heute keine Frage des Tages hatte, könnt ihr was zu schreiben. Was hatte ich noch geschrieben als Frage des Tages? Bin heute sprachlos. Was wären eure Fragen des Tages? Also,
gib die Antworten und die Fragen. Dann können wir uns das Ganze anschauen. Dann haben wir heute bei der Lufthansa nochmal so ein Thema, dass man eine neue Konzernorganisation haben möchte. Und zwar ist das so, dass man bei der Lufthansa ja jetzt radikal den Vorstand umgebaut hat und umbauen wird. Das heißt, also Harry Hohmeister, der geht, das ist turnusgemäß, das ist nichts Ungewöhnliches. Dann der Kollege, die Kollegin Christina Förster, die geht auch. Schade eigentlich, weil die kann ich persönlich, ich habe auch letztes Jahr noch mit ihr bei dem Allegris-Event lange zusammen gesessen und wir haben uns lange unterhalten. Dann ging es weiter mit anderen Leuten und da ist es halt so, dass man ja den Vorstand um einen Posten verkleinert hat und man möchte jetzt wirklich parallel diese Organisationsstruktur, das Ornigramm, optimieren. Und da ist es halt so, dass man laut dem Magazin Bilanz, was halt schreibt, der Umbau noch im Mai mit entsprechenden Vorstandsbeschlüssen angestoßen werden soll. Betroffen sind demnach erste und zweite Führungsriege unter dem Vorstand mit 50 und rund 200 Managern. Also das heißt, man wird da ein bisschen radikal umbauen. Die neue das Konzernorganigramm. Sag mal, muss ich noch Alkohol trinken, bevor ich die Sendung mal, habe ich solche Worte aussprechen kann. Also das Organigramm. So. Soll eine besondere Gebung haben zur Steuerung der Hub Airlines. Das heißt also Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels. Die sollen halt den Kern bilden. Und ja, man möchte auch für die ITA dort einen Platz schaffen, quasi so perspektivisch halt, wenn das mal klappen sollte. Die fünf internationalen Drehkreuze oder Intercont-Drehkreuze, Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel, sind jetzt schon, um im Lufthansa-Sprachgebrauch zu bleiben, und Mario und ich lachen uns ja immer wieder schlapp, hochkomplex, oder wie würde unser ehemals Bundes-Yogi sagen, höchst komplex. So, und naja, auf jeden Fall ist das so, dass Harry Hohmeister das ja macht, aber er verlässt halt zum 1. Juli auch die Firma. Es wird auch übrigens schon darüber gesprochen, wer der Nachfolger von Carsten Spohr wird. Und das soll wohl Jenselmann oder Jens Ritter sein, den ich auch kenne. Also Jens ist in meinen Augen auch jemand, der das gut machen kann. Hat zumindest das Auftreten und wäre für ihn die logische Konsequenz, nachdem er eh schon CEO von der Lufthansa Group ist. Der Lufthansa-Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Karl Ludwig Clay hatte Spohrs Vertrag allerdings ja schon letztes Jahr 2023 verlängert bis 2028. Heißt also, man hatte ihm ja schon mal quasi so ein bisschen da mit dem Umbau jetzt mit den Leuten auch die gelbe Karte gegeben. Aber Carsten Spohr ist jetzt so, dass er Klei wird im Namen im Kopf haben, wenn er die Nachfolge ansteht. So sagt er zumindest Carsten Spohr im Spiegel. Auf den Artikel werden wir auch gleich eingehen. Also insofern finde ich das mal gespannt, was da ist. Und vor allem Quartal 1 lief halt auch schlechter, als es erwartet wurde. Das ist dann so, dass man ja, dass das halt natürlich dann Konsequenzen hat. Interne Medien außerhalb der Berichtszirkel, sonst hält man sich eher bedeckt wegen solchen Insider-Informationen. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Zeichen dafür, ob das jetzt da vielleicht rund geht, weil die Zahlen nicht stimmen. Oder war das eine Finte? War das eventuell wieder so Lufthansa-like? Ich sagte das ja irgendwann mal in der Sendung davor, immer wenn Lufthansa Tarifverhandlungen steckt, dann erklärt man wieder ab irgendeinem Punkt, wie schlecht es einem geht. Alles ist möglich bei der Lufthansa. Ich bin mal gespannt. Also was da passiert. Ich denke mal ja auch, man kann jetzt die Streiks. Sind die Streiks Lufthansa schuld, dass die Zahlen da so schwierige Sache? Auf der einen Seite sagt der Kunde natürlich, ja, das ist mir jetzt scheißegal, die sollen das sich einigen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch da nochmal, und da erinnere ich an Annette Mann, die gesagt hat, man kann halt nicht allem direkt Ja und Amen sagen, weil sonst macht man ja allem Tür und Tor auf, dass sie dann beim nächsten Mal immer wieder mehr fordern. Und man muss halt eine Balance finden zwischen allem. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Und ob da in irgendeiner Art und Weise noch irgendwie ein Sparprogramm aufgesetzt werden muss bei der Lufthansa, um da vielleicht wieder Geld reinzuholen. Das würde uns dann wieder betreffen. Ne? Ist halt so. Gut, gut, gut. Dann nochmal aus Chronistenpflicht. Ich wollte heute Flüge buchen für einen Kunden nach
nach dem Iran, also nach Teheran. Und Teheran ist irgendwie gestoppt. Und zwar ist die Lage im Nahen Osten halt etwas kritisch, das wissen wir ja alle. Und man rechnet ja auch irgendwie damit, dass der Iran da irgendwie bei diesem Israel-Konflikt vielleicht anfängt mitzumischen. Und damit hat die Lufthansa halt gesagt, nö, das ist jetzt nicht so. Zumal ja auch das Botschaftsgebäude vom Iran in Syrien angegriffen worden ist von Israel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bestätigt worden ist oder sonst was. Auf jeden Fall ist es so, dass die Lufthansa gesagt hat, man fliegt halt bis Donnerstag nicht. Und das wäre dann halt so die Geschichte. Also ich denke mal, dass das zusammenhängt auch einmal damit, dass der Iran hat ja auch gesagt, man wollte den Luftraum sperren, um da Militärübungen zu machen. Hat man dann aber wieder direkt zurückgezogen und gesagt, nee, machen wir nicht. Und Militärübungen bzw. Militär im Iran haben wir ja schlechte Erinnerungen dran. Da ist ja auch vor ein paar Jahren mal ein Flugzeug von den Ukrainern abgeschossen worden, was in Teheran gestartet worden ist oder gestartet ist. Ist natürlich relativ blöd sowas, also nur so als Hinweis. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Thema, ja, was halt bei vielen, wo viele sich drüber lustig gemacht haben. Und zwar der Spiegel hat halt eine Geschichte über Carsten Spohr gemacht und Carsten Spohr wurde dann von einem Reporter, kann man sagen, beschattet oder begleitet oder wie auch immer, während er gereist ist. Und er hat halt da im Lufthansa Group Headquarter gearbeitet und war dann die Story halt so, dass die also die Geschichte ist so gesponnen worden, dass die Shareholder, also alle, die Aktien haben, mögen Carsten S. aus M. und die Passagiere mögen ihn halt nicht. Und jetzt ist es halt so, dass dann halt in Flyer Talk von SMK 77, Grüße nach Singapur, darf ich überhaupt seinen Klarnamen? Nee, ich glaube nicht, ich sage einfach nur SMK 77, dass er halt gesagt hat, dass der Kollege den Sitzplatz 6D genommen hat und sein Bodyguard hat schon auf 6C gesessen, so als Beispiel. Und wichtig an dieser Stelle ist halt wirklich, dass er dann auch, als er den, und das weiß ich auch, bei der Ankunft in Frankfurt, da geht er nicht mit den Passagieren raus, sondern er nimmt das Büsken. Ich selber, als ich mit Carsten Spohr geflogen bin, von Brüssel aus, glaube ich, war das damals von Airlines for Europe, da sind wir auch zusammen ins Flugzeug gegangen, hat als letzter gebordet, das mag er sehr gerne. Aber er hatte da keinen Bodyguard, wir saßen ja auch lange in der Lounge, anderthalb bis zwei Stunden in der Lounge geredet. Und jetzt ist die Frage, warum fliegt er mit Bodyguard? Kann man sich darüber lustig machen? Das kann man eigentlich nicht, weil da gab es einen Vorfall von einem Kollegen und das wird hier auch nochmal so suffisant erzählt, dass man natürlich sagen muss, dass er einen Fanboy hatte, der mit ihm ein Foto machen wollte. Und Carsten Spohr ist halt, wenn es um Fotos geht, doch relativ selektiv, mit wem er Fotos macht. Und deshalb muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass dieser Fanboy ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und wie man hinter vorgehaltener Hand hört, hat er da wohl ein paar Stalking-Sachen gemacht, die Carsten Spohr dazu veranlasst haben, dass er da so ein bisschen Angst um Leib und Leben hat. Und deshalb gab es da wohl auch irgendwelche Annäherungsverbote oder Anzeigen. Und der Kollege soll auch wohl mit einem, haben den wohl in einem privaten Apartment Sicherheitsleute von der Lufthansa, also die Konzernsicherheit, sich mit ihm getroffen und das mit ihm besprochen, muss Handy abnehmen und so weiter. Zumal er ja auch, glaube ich, bei TikTok mal war. Ich darf aber nicht zu viel sagen, damit man nicht weiß, wer es ist. Aber auf jeden Fall ist es so, dass da wohl ein paar Dinge gelaufen sind, wo Carsten festgestellt hat, er braucht da Sicherheit und Schutz. Und da ist es halt wirklich so, dass er, ja, sich bedroht fühlt. Also insofern, da können wir die Frage des Tages auch so ein bisschen basteln. Meint ihr, dass Carsten Spohr da eines Bodyguards bedarf? Man kann natürlich auch jetzt weitergehen und sagen, gut, Carsten Spohr, ich meine, wer kennt ihn von euch persönlich? Wer weiß, wie er wirklich ist? Ich persönlich habe eigentlich kein Problem gehabt, mich ihm zu nähern und mit ihm zu unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag, ob das daran lag, in dem Umfeld mit Airlines for Europe und mit der EU und so weiter. Ich würde aber auch nie auf die Idee kommen, wenn ich mit ihm fliegen würde, ihn einfach dann anzusprechen,
Das habe ich bei CEOs eigentlich nie gemacht von Fluggesellschaften, wenn ich die irgendwo getroffen habe, es sei denn, die haben mich angesprochen. So wie Topi Manner mich ja einmal angesprochen hatte, als er ein Fernsehinterview gegeben hat, meinte, willst du nicht auch was fürs finnische Fernsehen sagen? Habe ich dann abgelehnt, weil ich wollte nicht Finnisch reden. Ja, ich weiß, ich werde geschlagen von meiner Mutter wieder. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er natürlich auch, der eine oder andere mag ihn halt nicht. Und er kommt halt arrogant rüber. Aber die andere Sache ist, wäre er in der Position, wenn er halt nicht so wäre, wie er ist. Ne? Also das heißt, vom Piloten über München Hub und so weiter dann so aufgestiegen. Die andere Sache ist mit Allegris, ja gut, aber dafür kannst du ja keinen hassen. Ich meine, er hat es ja auch nicht alleine verbockt. Er hat ja keinen Covid gemacht. Er hat ja nicht, er hat vielleicht die Verträge vielleicht letztendlich da gesagt, okay, die Richtung gehen wir oder sowas. Kann man schon so sehen, aber dafür jemanden dann so zu ärgern, sage ich jetzt auch nicht. Und natürlich, die Mitarbeiter sehen in ihm auch jemand, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag neue Firmen zu gründen, um da halt immer mehr die Leute zu splittern, was ja jetzt auch nicht so ganz so optimal läuft, wie man sich das vorstellt. Also ich denke mal, ja, er ist eine Rampensau, aber er performt auch auf der Rampe. Das heißt also, er ist da schon relativ gut. Also insofern, ich bin mal gespannt, was ihr über ihn denkt. Ich will mich da nicht weiter jetzt rumlabern, weil wir reden ja hier über das Thema schon über 5 Minuten. Oder ich rede dafür 5 Minuten im Monolog. Ich persönlich habe mit ihm kein Problem. Ich mache mich ein bisschen lustig mit ihm über Carsten S. aus M, Name der Redaktion bekannt, aber das ist jetzt eher ein respektvolles Frotzeln, wie man sagt in Österreich. Ja. Österreich, da kann ich übrigens noch ein Thema beisteuern, was mir einfällt. Das muss ich dann auch nochmal euch geben. Und zwar, das war das Thema, das fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht direkt gemacht habe, und zwar ist das das Thema, und zwar bei den Auer, und zwar ist das so, dass das Personal fühlt sich gefrotzelt. Gut, dass ich das gesagt habe. Und zwar ist es ja so, dass es kein Ergebnis mittlerweile gibt in 20 Runden der KV-Verhandlung. Heißt also, in Österreich ist das, was in Deutschland langsam immer Lösungen bringt, immer noch nicht gelöst. Und da ist es halt so, dass man natürlich die Österreicher halt so jetzt sagt, gefrotzelt. Also das heißt, wie würde ich das übersetzen, gefrotzelt? Helft es mir, ihr Österreicher, die das schaut, schreibt unten rein, was gefrotzelt heißt. Verärgert, würde ich jetzt so sagen. Verarscht könnte man natürlich auch sagen, wenn man böswillig ist. Und da steht es, unterm Strich hat das Auer-Management ein Angebot vorgelegt, das zwar verbessert wurde, dafür zeitlich gestreckt wurde. Unterschied zum bisherigen Angebot ist nur minimal. Jetzt fällt mir auf, ich habe mein Mikrofon gar nicht an. Ich hoffe, dass das Mikrofon funktioniert. Ich höre mir die Aufnahme an. Ihr könnt auch schreiben und mich schlagen, wenn ihr die Aufnahme scheiße fandet. Ich werde beim nächsten Mal, werde ich das wieder besser machen. Ich sehe es gerade hier liegen. Sorry. Sorry fürs Durchhalten. Danke fürs Durchhalten. Oh Gott. Muss ich noch was am Ton machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme mal näher ran ans Notebook. Jetzt müssen wir auf Apple. Naja, auf jeden Fall, deshalb haben wir beschlossen, Mitglieder direkt in Entscheidungsfindung über die weitere Vorgehensweise einzubeziehen. Und dort wird dann auch über Kampfmaßnahmen abgestimmt. Das heißt also, auch da ist ein Streik möglich. Jetzt gehen wir auf ein Thema, was ich auch spannend finde. Das ist das Thema, warum gehen die Türschließen Dinger nicht. Und zwar die Tür schließen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Hotels oder von Aufzügen. Da gibt es ja die Taste Türe schließen. Einige haben das gar nicht, die haben aber Türe öffnen. Türe öffnen funktioniert wunderbar, aber Türe schließen nicht. Und Türe schließen funktioniert deshalb nicht, weil es was damit zu tun hat, dass man in den USA das aus Grund von Gleichberechtigung mit Behinderten und so weiter nicht machen darf. Heißt also, dass man dort diese Dinge einfach abgeschaltet hat. Und darin seht ihr, dass alles Software gesteuert ist, dann kannst du sagen, einfach die Taste, die funktioniert nicht. Und auf jeden Fall ist es so, dass bis zu vor 35 Jahren diese Dinger funktioniert haben, diese Tür-Closed Buttons. Aber es ist halt so, dass der Disability Act in 1990, da sieht man mal, wie lange das ist, ne? 90, ja, fast 35 Jahre, wie viel Platz vor einem Aufzug sein muss, wie hoch die Aufzugknöpfe sein dürfen, dass da auch diese Braille, also für Blinde, diese Nupsis sind, dass man es lesen kann. Dann muss der Aufzug auch diese visuelle
Reize senden, wenn er eine Etage hat, oder aber auch dann verhören. Und was auch dann ist, also Audio, dann man muss dann auch diesen Call-Button haben, wo man Hilfe rufen kann. Und man muss dann natürlich auch sagen, dass dort für die Aufzüge genug Platz sein muss. Aber dieser Knopf, der funktioniert einfach deshalb nicht, dass man halt die Tür nicht zumachen kann, wenn da jemand kommt, der halt Disabilities hat. Und das ist so, weil natürlich Leute, die mit Krücken oder aber auch mit dem Rollstuhl sind halt langsamer unterwegs. Rollstuhl möchte ich jetzt immer nicht sagen, aber mit Krücken zumindest langsam unterwegs sind und deshalb, dass nicht jemand arschlochmäßig die Tür zumacht, so wie ich dann. Und das ist der Grund. Und ich hatte mich auch gewundert, warum in den USA, wenn du eine Etage kommt, immer Floor Number 10 zum Beispiel. Also solche Sachen. Und das ist halt so. Und lustigerweise, als ich das gestern mit einem Kunden besprochen hatte, hat er es erzählt. Und ich sage, ja. Und dann habe ich heute einen Kumpel angerufen, der GM ist im Hotel in den USA. Habe ich gesagt, stimmt das? Und er so, ja, während Covid war das sogar so, dass man bei Covid hat man diese Funktion wieder angemacht, weil der Aufzug ja nur mit 4 Leuten zum Beispiel besetzt werden durfte. Man hat dann Folgendes gemacht, 4 Leute rein, Knopf zu und dann hoch und runter. So, und dann hatte man das aber vergessen, dass die Funktion an ist, so wie es halt im Leben ist, ne? Und als er dann selber Opfer wurde, dass ihm jemand den Türknopf zugemacht hat, hat er sich erinnert, müsste die Funktion wieder deaktivieren. Das hat dann keine 3 Stunden gedauert, dass diese Funktion deaktiviert war. Also daran seht ihr, dass diese Funktion durchaus noch funktionierte und so ist. Aber der Knopf hat halt keine Funktion. Wir brauchen nicht drücken. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Dann haben wir noch das Thema Boeing. Und zwar, ich hatte gestern einen Kollegen, der hatte Folgendes gepostet. Ich muss mal kurz das hier einblenden. Und zwar, ich ziehe mir das selber auf meinem Bildschirm hier, weil ich kann das auf meinem Kontrollbildschirm leider nicht so klein lesen. Ich befürchte, dass der Boeing Whistleblower es wohl nicht lebendig zum Senatstermin schaffen wird. Finde es echt erschreckend, dass die Politik und Wirtschaft einfach zuschaut, wo Boeing einen fatalen Fehler nach dem anderen macht und versucht, durch Gewalt und Mord diese zu vertuschen. Das hat mich dazu ich will nicht sagen aufgefordert, aber dazu veranlasst, das Thema nochmal aufzunehmen. Und zwar ist es so, dass man natürlich sagen muss, gut, der eine Kollege hat Selbstmord begangen, hatte ich ja berichtet auch, der andere Whistleblower, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, ich finde das harten Tobak. Also da muss man an ABC und so weiter, wie er heißt, sagen, krasse Nummer. Ich würde es nicht so formuliert. Ihr könnt ja selber auch nochmal kommentieren und könnt unter dem Beitrag kommentieren. Ich habe selber noch nicht kommentiert, weil ich nicht ehrlicherweise weiß, wie ich dazu antworten möchte. Aber man möchte halt einfach so dazu sagen, dass natürlich so eine Boeing-Flugzeug Zyklen hat und damit halt genug ist, für 50 Jahre diese Zyklen zu fliegen. Und wenn man sich das Ganze dann anguckt, dann ist das so, dass die natürlich dort viele Sachen gemacht haben. Und man hat ja auch im August 2020 8787 wegen dieser Fehler in den Paneelen, also das heißt, man hat zwischen dem Druckschott, wie war das nochmal, Rumpfübergänge, da in der Hecksektion Druckschott aufgefallen, die dann halt da wohl, ja. Ich kann nicht sagen, ob das wahr ist. Ich war nicht dabei, aber ich hoffe mal, dass die FAA das Ganze untersucht und dass man dann sagen kann, das ist gewesen oder das ist nicht gewesen. Also, aber mir geht es eher um die Aussage selber drum. Ich finde es hart. Da muss ich was trinken. Dann haben wir die Geschichte mit dem Airbus A321. 200, der hat im Januar Leasingrate, das ist übrigens das Thema, das muss ich jetzt noch sagen, kaum getrunken, schon wieder die Hälfte vergessen. Da ist es so, dass man dort richtig Geld lassen muss, wenn man ein Flugzeug haben möchte, weil die Leasingraten waren $315 pro Monat für eine 737 MAX 9er. Das ist jetzt etwas mehr als vor der Krise, weil immer mehr Leute sich um die Flugzeuge schlagen und kloppen
Und deshalb sind es auch jetzt die Möglichkeiten, wenn Fluggesellschaften überzählige Flugzeuge haben, diese einfach abzugeben, wieder an die Leasinggesellschaft. Die sind froh, wenn die die weiter verkloppen können. Und der Grund, warum diese Flugzeuge auch beim Airbus 321 ist es so, dass der 335.000 kostet, da muss man halt einfach sagen, dass das bei Boeing hausgemacht ist, bei Airbus nicht ganz hausgemacht, weil es die Triebwerke sind. Bei Boeing ist es halt so, die dürfen nur 38 Flugzeuge pro Monat produzieren. Das ist von der FAA eine Regulierung. Die haben gesagt, ihr habt euren Laden nicht im Griff, also müsst ihr erst gucken, dass ihr alles im Griff habt und dann dürft ihr steigern. Konkurrent wäre ja gewesen, wie man bei United gesagt hat, ihr dürft keine neuen Strecken aufnehmen, bis ihr nicht eure Strecken, die ihr bedient, im Griff habt, logischerweise. Bei den Airbussen 320, 321 Neo sind es halt die Triebwerke, die da Probleme machen. Und wenn da halt so ein bisschen die Lockerung ist, dann wird es da auch wohl wahrscheinlich etwas mehr Flugzeuge geben und die Preise werden dann wieder etwas nachgeben. Ich bin dann mal gespannt, was da weitergeht. Also wer jetzt einen Airbus 320, 21 oder C37 Single Aisle haben möchte, gewöhnt euch an die Preise und kommentiert unten, was ihr gemacht habt, ob ihr dann eventuell vom Kauf Abstand genommen habt im Moment. Das letzte Thema, was wir heute haben, ist das Thema San Francisco. Und da ist es so, dass wir in San Francisco ja zwei Flughäfen haben, die miteinander jetzt streiten. Das ist einmal Auckland, der bekannt ist aus der Diversion, weil die Lufthansa kein Night VFR machen durfte. Und da ist es so, die sind dann in Auckland gelandet. Aber dadurch, dass die Leute, und ich hatte da damals so schon gesagt, weil die Leute zu doof sind in Geografie, die wissen nicht, wo Auckland, California ist, dass man den Flughafen Auckland ein bisschen pimpen möchte, indem man den auch San Francisco nennt. Jetzt ist aber San Francisco hier, SFO, und sagt, wenn die mit der Namensänderung weitergehen und die sollen dann sich so nennen wie zum Beispiel, was war das, San Francisco, keine Ahnung, wie die sich nennen wollen, San Francisco, haben die einen Namen genannt? Nee, die haben keinen Namen genannt, San Francisco Bay Area sind sie halt, die werden klagen. Man kann jetzt natürlich böswillig sagen, so wie einer, der kommentiert hat, dass natürlich das Problem ist, dass das Wort Oakland ist mit afrikanischen Amerikanern oder Afroamerikanern, so ist es richtig, und Crime, also mit Verbrechen verbunden. Und deshalb sollten sie halt das Auckland auch einfach wegmachen, damit das einfach da nicht mehr reflektiert wird in dem Namen. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass natürlich auch Compton und so weiter in Los Angeles keinen besseren Klang hat. Und LAX ist ja jetzt auch nicht mit Inglewood und so weiter relativ cool von der Gegend, muss man ja sagen. Ne? Aber es ist halt so, ich denke mal, dass man da halt wirklich gucken muss. Wenn man jetzt das Ganze... Den Flughafen San Francisco Merritt Airport versus San Francisco International Airport nennt. Also das heißt, dass die ganz klar untereinander unterschieden werden können. Hey, wo ist das Problem, wenn wir Frankfurt Hahn nennen können, was 100 Kilometer weg ist? Dann nicht. Also ich bin mal gespannt, was die Klage dann bringt. Aber Amerika ist ja bei Klagen immer für eine Überraschung gut. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Verzeiht mir, dass ich heute ohne mein Mikrofon gearbeitet habe. Ich hoffe, dass mein Notebook hier das Ganze dann relativ okay übernommen hat. Sonst müsste ich die halbe Stunde nochmal neu machen. Wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, oder? Ja, bei 28 Minuten 28. Ich gebe euch den Abspann in der Hoffnung, dass ich diese Aufnahme verwenden kann. Danke, dass ihr dabei wart und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft. Bis dann, ciao. Ach ja, bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten, hier, da. Jetzt aber abspannen. Also, bis dann, ciao. Thank you.